Moin Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Wir haben Malheur. Malheur am Audi. Da. Da steht er. Jetzt fragt euch, was für Malheur. Wir haben eine Badewanne im Auto. Nein, kein Wassereinbruch. Beim Saubermachen hat sich leider Gottes der Himmel gelöst und ist runtergekommen. So sieht das Ganze jetzt aus. Hängt schön durch. So. Wie ihr seht, hier sind ja auch noch Flecke drinne. Wir haben den irgendwann auch aufgehört mit dem Saubermachen, weil war ja eh vergebene Lebensmühe. Ja, was bedeutet das für uns? Richtig, ich baue den Himmel raus und wir beziehen den Himmel neu. Himmelstoff habe ich schon bestellt, Kleber habe ich auch. Ja, ich fange mal an. Gucken wir mal. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie der Sitz. Wie der Sitz. Der Sitz wird wohl raus müssen, oder? Ich schätze mal, dass die beiden vorderen Sitze raus müssen, dass wir den Himmel über Eck dann hier hinten rausdrehen können. Ja, also erstmal alle Handgriffe da oben, Haltegriffe abbauen, Türgummis losnehmen, alle Verkleidung, ABC-Säule losnehmen und dann gucken wir mal, wie der Himmel so runtergeht. Also das mit dem Himmel gestaltet sich schwieriger wie gedacht. Die ganze Verkleidung losnehmen und wegschrauben war ja kein Problem. Das ist ja nicht schlimm. Hast du ja, was weiß ich, in einer halben, dreiviertel Stunde gemacht. Was ich nicht gewusst habe, ist, und auch nicht geahnt habe, dass der Himmel unterm Blechdach angeklebt ist. So, ich habe das Auto denn rausgestellt. Also, da steht er erstmal. So, ich habe denn gestern mit aufgehört. Heute geht es denn weiter. Also, machen wir ihn wieder auf hier. So sieht das Ganze mittlerweile aus. Ich hoffe, ihr könnt sehen, hier ist überall Kleber drauf. Oha, das ist sehr hell. Ich könnte es da ein bisschen besser sehen hier. Der Himmel ist vollflächig unterm Dach verklebt. Der hängt jetzt hinten noch auf dem letzten Rest. Wie ihr seht, hier sind mir ein paar Knicke reingekommen. Ich hoffe, dass das alles gut geht. So, ich habe versucht, ihn natürlich erstmal irgendwie so vorsichtig runterzuziehen. Das ging alles nicht. Habe dann mit dem Kunststoffkeil hier mit so einem Ding versucht, dazwischen und den Kleber halt zu lösen. Es ging halt alles nicht. Dann habe ich das Auto rausgestellt in die Sonne, weil ich gedacht habe, wenn das Dach von oben schön warm wird, dann wird der Kleber was weicher und du kannst es besser runterziehen. Hat auch nichts gebracht. So, und in meiner letzten Verzweiflung, das, was ich gar nicht wollte erst, weil ich auch nicht wusste, wie es miteinander reagiert, habe ich denn hier so Plaketten und Klebstoffentferner genommen. Und habe dann vorsichtig den Himmel runtergezogen und habe dann immer eine Lage davor längs gesprüht, dass er den Kleber anlöst. Und dann habe ich es endlich geschafft, den Himmel darunter zu bekommen. Also, ich sage, wie gesagt, das Losschrauben, halbe, dreiviertel Stunde, aber ich habe bestimmt, ich weiß nicht, 2 Stunden, wenn nicht länger damit rumgemacht, bis ich dann endlich jetzt so weit bin, dass der Himmel so weit hängt. Der hängt jetzt hinten noch auf dem letzten Rest. Da muss ich gleich noch weitermachen. Ich habe, wie ihr eben gesehen habt, den Fahrersitz rausgebaut und hoffe, dass ich jetzt gleich so viel Platz habe, dass ich den Himmel denn da über Eck rausdrehen kann. So. Ja, ich werde jetzt hinten den letzten Rest lösen und will dann gucken, dass ich den Himmel da, wie gesagt, rausgedreht kriege. Himmel ist raus, habt ihr eben gesehen, nicht wie gedacht nach hier hinten, sondern gegenüberliegende Seite, Beifahrerseite vorne. So, Auto sieht von innen wieder aus wie Sau, sauber gemacht war der schon mal. Hier hast du überall jetzt diesen restlichen Schaumstoff vom Himmel. Ekeliges Zeug, sage ich euch, überall wo du mit gegen gekommen bist, was sich ja nicht vermeiden lässt, hier
hast du überall diese Klebereste drauf. Das klebt wie doof. Ich kann das ganze Auto von innen sauber machen nochmal. Naja, lässt sich nicht ändern. Wie ihr gesehen habt, ich habe zwischendurch noch eben den Beifahrersitz ausgebaut. Weil ohne dem keine Chance. Musste halt raus, sonst kriegst du den Himmel da drinnen nicht gedreht, weil du immer irgendwo hängen bleibst. Das war so schon knapp genug. Ja, so sieht der Himmel jetzt aus. Ich nehme jetzt extra mal hier einen Kunststoffkeil. Hier, dieses, das ist alles alter Schaumstoff. Der ist richtig ekelig klebrig. Seht ihr, das bleibt auch sofort hängen. So, hier seht ihr, wo wir überall so Knicke schon so ein bisschen reingekriegt haben. Diese Striche. Unterm Strich nützt es nichts. Ich muss es versuchen, den Himmel irgendwie zu retten. Ich hoffe, dass das nachher alles schick aussieht, wenn wir den wieder neu bezogen haben. Weil es gibt schlichtweg nichts Neues mehr. Ich habe auch bei Audi Tradition geguckt. Da gab es einen Himmel für einen Avant. Preis wollt ihr lieber nicht wissen. Also ich sag mal, unter 500 Euro geht da gar nichts. Ich habe im Netz einen gefunden, der war aber in Schwarz bezogen und außerdem auch mit Schiebedach. Also für mich auch überhaupt nicht passend. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als aus dem Himmel das Beste zu machen, was wir machen können. Ja, ich werde jetzt die beiden Sitze eben wieder ins Auto reinstellen und Auto vorher logischerweise mal eben einmal aussaugen, dass wir den dicken Dreck da raus haben, dass wir das nicht überall noch mehr verteilen. Und dann werden wir uns mit dem Himmel beschäftigen, werden das abziehen, alles sauber machen und dann neuen Himmelstoff aufkleben. Ja, sauber ist der Himmel jetzt. Ist immer noch ein bisschen klebrig. Und ihr seht hier jetzt noch so ein bisschen Reste. Ja, das ging halt nicht ganz runter. Ich habe jetzt den ganzen Himmel nochmal mit Terpentin abgewischt. Das ging besser wie Nitroverdünnung. Damit kriegst du nochmal so die letzten Reste so ein bisschen weg. Und ja, ich denke, der Rest muss reichen. Ich lasse den Himmel jetzt über Nacht auslüften, dass die ganzen Dämpfe von dem Terpentin und sowas alles wegfliegen können. Stell den Himmel an die Seite und dann geht's morgen weiter. Ja, Leute, wie ihr seht, Himmelstoff liegt hier schon drauf, habe ich eben grob zugeschnitten. Ich habe den Himmel jetzt allerdings auch 2-3 Tage liegen lassen, nachdem ich das sauber gemacht habe, damit das hier ein bisschen drauf ablüften kann, dass es nicht mehr ganz so backig ist. So, Himmelstoff raufgeschmissen, jetzt klappe ich den hier so halb über, so ganz grob, der kommt jetzt nicht auf einen Millimeter drauf an. Dann nehmen wir eben das Stück weiter her haben. So. So, haben wir hier ungefähr die Hälfte. Wie gesagt, das kommt jetzt hier auch nicht drauf an, wie das hier liegt. Geht jetzt nur darum, wir gehen jetzt bald und sprühen hier den Kleber auf. Ich habe mir hier so eine billige Sprühpistole aus dem Baumarkt geholt. Hat irgendwie 25 Euro gekostet oder sowas. Ist nichts Besonderes. Für die, die es genau wissen wollen, da ist eine 1,8er Düse drin. Frag mich jetzt nicht, ob das mit einer größeren oder kleineren Düse besser oder schlechter geht. Kann ich euch nicht sagen. Ich habe die da so gekauft und habe damit probiert und es ging. Also ist ja nicht der erste Himmel, den ich mache. So, das ist das eine. Kleber
habe ich mir hier diesen Bonatherm ASBT, heißt der, geholt. Das ist das, was ich so gesehen habe, was die meisten Polsterer und sowas alle benutzen für sowas. Wie gesagt, habe da auch schon mittlerweile zwei andere Himmel mitgemacht und das funktioniert, das hält, das klebt, das kommt nicht wieder runter. So, ich mache die Dose mal eben auf hier, denn wir müssen das ein bisschen aufrühren. Wenn ihr das macht, solltet ihr für ausreichend Belüftung sorgen, weil der Kleber riecht schon ganz ordentlich. Und ich habe da so meine Erfahrung mitgemacht mit Kleber und oder beziehungsweise überhaupt mit Chemie und Ausdünstung. Glaubt mir, ich passe dafür auf. Also hier über mir läuft ein Deckenventilator, hinter euch ist das Tor auf, da ist Fenster auf und das zweite Tor ist auch ein Stück auf, sodass wir hier wirklich ausreichend Luft reinkriegen. So, ich glaube, das sollte soweit gut sein. Ich habe hier jetzt mal so einen guten Schwung in den Becher reingemacht. Also sprich so, was steht hier? 200 Milliliter sind hier jetzt drin. Für die, die genau wissen wollen, wie viel man davon verbraucht und so weiter und so fort. So. Und jetzt gehen wir ganz einfach bei, fangen erstmal an, hier in der Mitte aufzuspritzen, damit wir sehen, wie das geht. Jetzt müssen wir warten und müssen den Kleber ablüften lassen. Und zwar so lange, bis wir darauf fassen können und dass der, sag ich mal, so trocken ist, ja, wie nennen Sie das, berührtrocken, so dass er nicht mehr am Finger hängen bleibt. So, das dauert jetzt mal eben so, keine Ahnung, 10, 15 Minuten. Kommt immer so ein bisschen drauf an, wie warm das draußen ist oder wie warm das bei euch in der Werkstatt ist. Weil wenn ich hier jetzt raufpatsch, zieht das ja so Fäden. So, und das wollen wir halt nicht mehr haben. Wir warten mal eben, wir sehen uns gleich. So, der Kleber ist jetzt soweit abgelüftet. Kannst du jetzt so raufpatschen, ohne dass was backen bleibt. Ja, und jetzt fangen wir einfach an. Nehmen den Stoff und halte ich den einfach so hoch. Und mal eben. Noch nicht ganz. So, und wenn wir so wie hier zum Beispiel eine kleine Falte haben, ist das auch nicht so dramatisch, weil wir den Stoff noch vorsichtig wieder hochnehmen können. Raus.
Falls ihr euch wundert, wo ich hingucke, da steht meine Frau hinter der Kamera. Die will aber nicht vor die Kamera. So. Und schon haben wir die eine Hälfte fertig. So, ich mache die andere mal eben fertig und wir sehen uns gleich wieder. Was ich euch eben nicht gezeigt hatte, wenn ich das soweit da dran habe, nehme ich hier so eine Heizkörperrolle und dann rolle ich das da halt einfach nochmal alles mit über, so dass wir da gleichmäßig überall Druck drauf bringen. Hier außen halte ich halt wieder ein bisschen mit der Hand gegen. Und hier vorne gehst du auch einfach so weiter, immer Stück für Stück. Keine Panik bei kriegen, wenn es irgendwo eine Falte gibt, könnt ihr das immer noch wieder hochziehen. So, und hier, wo die Aussparungen sind von der Sonnenblende, geht ihr halt auch einfach leicht bei hier um die Ecke immer schön nacheinander das randrücken. Hier in der Mitte gehe ich zum Beispiel bei, halt das ein bisschen hoch, dass der Stoff ein bisschen mehr nachgeben kann. Hier aus der Mitte. So, und dann fängst du an und drückst das hier einfach nach und nach alles an. Ziehst hier den Stoff immer wieder hoch, dass er sich entspannen kann, dass ihr das hier erstmal in die Ecke reinbekommt. Wenn ihr das hier in der Ecke habt, dann könnt ihr das hier wieder alles rausstreichen. Wenn wir das soweit haben, gehe ich bei und schneide hier erstmal grob den Stoff ringsum zu weg. Das heißt, ich lasse so jetzt ungefähr 5 cm außen um zu stehen. Das muss nicht schön sein, das ist jetzt einfach nur, damit wir weniger Stoff haben, der uns da im Weg rumhängt. Weil ich jetzt im Nachgang noch beigehe und ziehe den Stoff noch so um die Ecke. Dass der halt um den Himmel quasi rum ist. Und damit sich keiner beschweren kann, von wegen, ich würde es nicht von dichten zeigen. So, so sieht das Ganze jetzt aus. Hier habe ich zum Beispiel so einen kleinen Schnitt reingemacht. Das wird nachher sowieso alles verdeckt. So, und hier seht ihr, ist das auch schön bis in die Ecken. Und wenn das hier sich nochmal so ein bisschen löst, dann drückst du das halt einfach wieder nach und dann geht das auch alles. Der Stoff braucht halt eben einen Augenblick Zeit, um sich dahin zu formen. So, jetzt haben wir die Ecken hier ja alles abgeschnitten und habe ich ja eben gesagt, ich will das hier rumkleben. Jetzt gehe ich einfach bei und nehme einen Pinsel und pinsel das hier ein bisschen ein und ziehe dann den Stoff einfach so um die Ecke. Ich mache jetzt hier, das ist so ein schmaler Pinsel, ist ungefähr 10 cm breit. Damit pinsel ich jetzt quasi an der Kante einmal entlang. Das reicht uns ja schon. Wir wollen das ja nicht hier irgendwie 5 cm rumziehen. Wir wollen das ja nur einmal um die Ecke haben. Damit der Stoff da dran hält. Guck mal, das ist hier jetzt heute, was zeige ich mein Thermometer an, 23 Grad. Und achtet bitte immer drauf, das habe ich mit Ihnen da oben auch schon gehabt, dass ihr die Finger frei vom Kleber habt. Lege ich das hier nur um die Kante rum und drücke das halt einfach an. Ich ziehe das nicht besonders fest.
Das ist einfach nur, dass das jetzt hier herum ist und angelegt ist. Nichts weiter. Haben wir nochmal so ein Stück ab weggeschnitten und dann sieht es nachher so aus. Davon mal abgesehen sieht es nachher sowieso keiner. Weil keiner dahinter guckt. Oder hinter gucken kann. Ja, so, das mache ich jetzt mal im Ringsum zu fertig und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So Leute, ja, ich habe das jetzt hier überall um die Ecken rumgezogen. Hier, so sieht es jetzt aus. Auch wenn das nicht ganz gerade ist. Wie gesagt, das ist nachher sowieso alles verdeckt. Das sieht kein Mensch. So, kann man das jetzt eigentlich so sehen auf der Kamera? Also in echt sieht man jetzt hier, wo die Knicke waren in dem Himmel. Wenn ich in diese Richtung gucke, gegen das Licht. Wenn ich jetzt in diese Richtung gucke, sieht man da gar nichts mehr vorn. Also, wie gesagt, hier die Ecken alles rumgezogen. Da alles unten noch ein bisschen abgeschnitten. Sieht soweit eigentlich gar nicht schlecht aus. Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Wie gesagt, ich bin kein Sattler und kein Polsterer. Ich kann mit dem Ergebnis leben. Ja, falls ihr euch wundert, ich habe das hier ja einfach nur so über Eck eingeschnitten. Das lasse ich auch so, weil das ist für mich, was heißt für mich? Das hat den Vorteil, wenn ihr hier sitzt ja dieser Haltegriff drüber. Der sitzt hier sowieso im Ganzen drüber und dann kann der hier den Stoff noch schön mit festhalten und wir kommen hier trotzdem noch durch, dass wir die Schrauben da vernünftig durchdrehen können, ohne dass wir hier den Himmelstoff erwischen und den womöglich wieder aufrebbeln. Ja, ich lasse das Ganze hier jetzt liegen und trocknen bis morgen und dann werde ich mal gucken, dass wir den Himmel da dann wieder reinkriegen. Ja, ich denke mal, bis später. Ja Leute, war mal ein etwas längeres Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So habt ihr mal eine ausführliche Anleitung, wie ich so einen Himmel beziehe. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und einen Daumen da und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr euch sowas auch zutraut, ob ihr sowas schon mal gemacht habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.